In der Nacht zum Dienstag gegen 2.40 Uhr hat ein 17-jähriger Jugendlicher beim Polizeirevier in Böblingen angerufen und dort mitgeteilt, er habe seine Mutter und seine Großmutter umgebracht. Es sind dann sofort mehrere Streifen an den Tatort, das ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der dortigen Eugen-Bolz-Straße, gefahren. Sie haben den Jugendlichen dort angetroffen, er hat die Wohnung geöffnet und ist dann widerstandslos festgenommen worden. In der Wohnung selbst haben die Kollegen in der Tat zwei tote Frauen gefunden. Zunächst war die Identität dieser beiden Frauen noch nicht hundertprozentig gesichert. Mittlerweile steht aber fest, dass es sich bei den Toten um die 38-jährige Mutter und die 61-jährige Großmutter des Tatverdächtigen handelt. Zur Motivationslage kann ich im Augenblick noch gar nichts sagen. Die Kollegen der Kriminalpolizei gehen aber davon aus, dass es einen familiären Hintergrund hat, ist aber im Augenblick noch Gegenstand der Ermittlungen. Es wird noch geraume Zeit in Anspruch nehmen. Der 17-Jährige befindet sich zur Stunde noch in Polizeigewahrsam. Er wird morgen dem Haftrichter vorgeführt werden und auch am morgigen Mittwoch ist die Obduktion der beiden Opfer anberaumt.